Willkommen zu einem weiteren Tutorial des Paktika. In diesem Tutorial wollen wir eine weitere Steuerungsmöglichkeit vorstellen, das Coin-Menü. Wir setzen auch diesmal wieder als Grundlage das Basic Adventure ein, welches in den beiden Basic Tutorials zusammengestellt wurde. Solltet ihr dieses Tutorial nicht gemacht haben oder nicht mehr machen wollen, könnt ihr euch diese Projektdatei auch auf der Homepage runterladen. Zunächst mal wollen wir sicherstellen, dass keine anderen Steuerungsmethoden mehr aktiv sind. Und falls ihr das entsprechende Tutorial gemacht habt, wollen wir einmal die Taskbar ausstellen, die Bedienfläche. Und müssen außerdem auch klarstellen, dass im Mauszeiger der Rechtsklick immer noch auf Mach gar nichts steht. Außerdem sollten alle Mauszeiger auf Walkthrough stehen. So, was ist ein Coin-Menü? Ein Coin-Menü hat seinen Namen aus dem Spiel Monkey Island 3 und ist quasi ein Pull-Down-Menü, ein Pop-Up-Menü, welches erscheint, wenn man auf etwas mit der rechten Maustaste draufklickt. Dazu erstellen wir jetzt erstmal wieder einen neuen Raum. Den nennen wir Coin. Fügen auch wieder entsprechende Grafiken zu. Diese könnt ihr auch wieder runterladen. So. Dann erstellen wir ein Hintergrundobjekt. Packen das Ganze der Ordnung halber auch wieder in einen eigenen Ordner. Na. So, das Coin-Menü, Hintergrund, und den packen wir möglichst in die Mitte des Raumes. So, denn wir müssen jetzt das Coin-Menü auch im Setup aktivieren und das tun wir hier unter dem eigenen Reiter Coin-Menü. Activate Coin-Menü, dort tragen wir den Raum Coin ein, lassen das hier aktiviert, das heißt, es muss nicht manuell aufgerufen werden, sondern ein Rechtsklick auf ein Objekt oder auf einen Charakter wird das Coin-Menü auftauchen lassen. So, wir haben es deshalb jetzt auch in die Mitte gestellt, weil wir mit diesem Fadenkreuz hier feststellen können, wo das Zentrum des Coin-Menüs ist. Von diesem Punkt aus wird je nachdem, wo man klickt, das Coin-Menü aufgerufen. Wir können es außerdem ein wenig faden lassen, damit es schöner auftaucht. So. Als nächstes brauchen wir hier ein paar Icons. Dazu erstellen wir wieder ein paar Objekte. Fall ein Auge. Und platzieren dieses Auge dort. Ein Icon für Pickup. Use. Noch eins fürs Reden. Auch hier wie üblich das übliche Skript mit onMouse und onMouseOut, um das Objekt aufleuchten zu lassen. Beim Klick, genauso wie bei der Taskbar, ändern wir nun den Befehl. So, das Ganze für die anderen drei Objekte auch. So, und das war's bereits, denn eine Inventory hat das Coin-Menü nicht. Stattdessen werden wir wieder den Rucksack verwenden, der eingeschaltet sein sollte, und den damit verbundenen Subroom. Und das sollte jetzt bereits mit dem Coin-Interface lauffähig sein.
So, wir klicken hier drauf rechts und ihr seht, das Coin-Menü taucht auch und wir gucken uns an. Wenn wir versuchen mitzunehmen, das geht nicht, wir können auch nicht damit reden. Wunderbar. Wir gehen zum Schlüssel, schauen ihn uns an oder nehmen ihn mit und stellen fest, dass wir da den falschen Befehl eingetragen haben. Macht nichts, korrigieren wir. Jo, da haben wir einen Rechtschreibfehler drin. Macht aber nichts, denn wir können es ja instantmäßig updaten, direkt ins Spiel. Zack. Und wir haben den Schlüssel mitgenommen. So, der Schlüssel ist jetzt wie üblich hier drin. Auch hier könnt ihr wieder rechtsklicken, benutzen. Und die Tür ist aus. Auch hier rechtsklick, benutzen, zack, rausgehen.